Moin, liebe Freunde von Tamriel, herzlich willkommen zurück. Nicht nur zu einem neuen Part, nein, auch zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Wieder mal an der Halle der Wachsamkeit. Und ihr habt gerade richtig gesehen, ja, der Todeshund hatte wieder sein Loot dabei. Das heißt, hier ist Loot nachgespawnt, das wir uns natürlich schnappen werden. Oh, der Zerstörung. Das werden wir uns erstmal angucken. Außerdem werden wir Pale heute weiter erkunden. Das heißt, wir werden auch die Stadt Dämmerstern betreten. Eine der Städte, die keine Stadtmauern hat. So viel kann ich schon mal verraten. Das Hundefleisch wollte ich nicht haben. Das kannst du sehr gerne behalten. Dankeschön. Ja, wie gesagt, wir werden heute die Schneelandschaft etwas mehr erkunden. Und ja, mehr werde ich auch nicht sagen, weil ich habe keine Ahnung, was wir noch so alles heute machen werden. Auf jeden Fall haben wir heute, wie immer, eigentlich viel zu tun. Und ich sehe gerade, die ganzen Wächter von Stendar sind gar nicht mehr hier. Es sind nur noch die Vampire hier und deren Hunde. Aber ist okay. Wir haben noch genügend Platz. Das ist in Ordnung. Schauen wir uns um. Mein Tag war heute, naja, sagen wir mal so, er hätte besser sein können. Liegt aber daran, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ein kleiner Fehler mit großer Auswirkung. Normalerweise, ich hatte ja, glaube ich, gestern berichtet, ich hätte nämlich heute losgemusst. Zu einem Festival von meinem Arbeitgeber, ja. Ich muss mich korrigieren. Das Festival ist morgen. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist Mittwoch, der 22.09. Ja, ich nehme es im September auf. Und die Parts laufen im November, wohlgemerkt. Ja, ich baue Vorrat auf momentan, solange ich noch Urlaub habe. Ich bin schon gefragt worden, ob ich noch streamen werde. Grüße gehen raus an den William, an McFord William. Streams werde ich nicht mehr schaffen. Ich werde mich eher auf meine Let's Plays konzentrieren, beziehungsweise jetzt momentan während der Urlaubszeit noch auf Skyrim. Und wahrscheinlich auch die erste Arbeitszeit wieder. Und dann ab Oktober werde ich, denke ich, mal anfangen mit dem Spiel, das den Namen CNC, beziehungsweise Command & Conquer, nicht verdient hat, nämlich mit Tiberian Twilight. Dem letzten Teil auf meiner Liste, der mir noch fehlt, abgesehen vom Remastered. Also wenn ihr das hier seht, kann das sein, dass das vielleicht schon erledigt ist. Wäre natürlich schön, weil dann wäre die Schande von CNC nämlich auch beseitigt. Sag ich mal so. Oder zumindest durchgespielt einmal. Dann brauche ich die danach nicht nochmal durchspielen. Aua! Irgendwas zwackt mir da an der Wade rum. Das finde ich aber nicht sehr nett. So. Das ging jetzt schnell. Sockel. Ah ja, der mit dem Sockel war, glaube ich, was. Aber ich weiß nicht mehr was. Sonst normalerweise können wir nämlich mit Sockeln dieser Sorte nicht interagieren. Also es wird sein Grundrahmen, warum wir mit denen interagieren können. Gut, da hinten haben wir schon Dämmerstern direkt. Frage ist, soll ich Dämmerstern schon mal aufdecken? Ja, können wir eigentlich machen, wa? Was haben wir schon zu verlieren? Also es sei denn, es kommt jetzt noch ein anderer Ort dazwischen, den man aufdecken kann. Ansonsten werde ich das tun. Mit den Eiskreaturen sollten wir ja jetzt etwas besser zurechtkommen. Und ich sehe eine Festung. Ich sehe eine Festung in der Nähe von Dämmerstern. Die gehen wir mal als erstes an. Also ich werde sie nicht looten, aber zumindest schon mal aufdecken. Brauchen wir das nämlich im Nachhinein nicht mehr machen. Und ich sehe noch was. Ein Hüttensymbol. Wisst ihr, das wird doch schon üppiger jetzt hier. Dämmerstern hatte, glaube ich, auch eine Mine oder sogar zwei. Ah, kaiserlichen. Pale ist in der Hand der Sturmmäntel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Interessant. Wusste ich gar nicht mehr. Pale ist in der Hand der Sturmmäntel. Interessant. Wusste ich gar nicht mehr. Leichter Reif von denen. Ach du Scheiße. Ja, aber klar. Und natürlich gnadenlos, wie immer. Ja, und krank werde ich auch noch, natürlich. Danke. Jo, ja, ist ja gut. Ja, super. Fängt wieder klasse an, Freunde. Drei Bären auf einmal. Drei Bären zu viel. Oder beziehungsweise zwei Bären zu viel. Was soll ich bitte gegen drei Bären machen, die auf einmal kommen? Leute, bleibt mal geschmeidig. Einer reicht. Es müssen nicht gleich 3000 sein. Übertreibt es nicht.
Komme ich da hoch? Ja. Ja, die gucken nur doof. Ja, genau euch meine ich. Ja, ja. Genau euch meine ich. Ihr da drüben, die ihr da so einen Lauten macht. Sagt der, der vorhin gekillt wurde, ne? Töte ich sie eben aus der Distanz. Ist mir auch egal. Haben wir schon mal gemacht. Au! 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 Und trotzdem kommen die Arschlochviecher ran. Hey! Okay, das ist nicht sehr von Erfolg gekrönt, würde ich mal sagen. Ich komme mir gerade vor wie so ein Fisch hier. Arschlochbär! Alter, Junge! Grinst dich so frech. Ja, genau dich meine ich. Grinst dich so frech. Jetzt grinsen sie beide frech. Guck das doch mal an, wie der mich angrinst. Und na, traust du dich nicht runter, du Feigling? Naja, jetzt verpieseln sie sich. Ja, ja. Scheinheilig. Und sobald ich wieder runterkomme, kommen sie wieder. Hm? Ja, ja. Ja, genau. Ah, nicht zu... Nein! Bleib weg von mir. Aua! Ja, ja, habe ich mir gedacht. Und schon sitzt sie wieder da. Ihr seid ganz schön hinterfotzig. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss, aber es ist wahr. Richtig hinterfotzig, die Bären. Kaum fällst du runter, schon sind sie da. Ja, ja, wie die Haie. Kaum ist Blut im Wasser, schon sind die Haie da. So ist das. Treffen tue ich auch nicht. Sag ja, treffen tue ich auch nicht. Habe ich mal erwähnt, dass ich auf Entfernung nicht gut schätzen kann? Ich kann das echt nicht gut einschätzen. Sag mal. Ich treffe den nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich treffe den nicht. Bin ich zu doof zu. Jetzt habe ich ihn mal... Habe ich mich erschreckt. Aber ich habe ihn erwischt. Ja, ja. Flieh mal noch weiter. Danke. Und sobald ich runtergehe, kommen die beiden angesprintet wie die Vollidioten. Aber hundertprozentig. Na? Meister Pelz, wo bleibst du? Siehst du? Da kommt er schon. War doch klar. Jetzt kommt er gleich um die Ecke. Und der zweite Meister Pelz ist auch auf dem Weg. Natürlich. Lauf, 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 lauf. Ah! Hi. Na, was geht, Jungs? Alles klar? Schönes Wetter heute, ne? Ja. Aua. Ich streichel dich mit meinen zwei Händen, du Sau. Oh, Lars, das ist ein Bär. Ja, ich weiß. Und Bär kann auch eine Sau sein. Aua. Ja, das war sehr gut, Lars. Super. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Aua. Schlag dich mit meiner mächtigen Todesfaust. Alter. Macht dieser Scheißbär nicht mal eine Pause? Macht das so wie die beiden. Die machen da schön Päuschen. Du brauchst auch mal ein Päuschen, Jung. Komm, ich verschaff dir ein Päuschen. Dann kannst du dich mal ausruhen. Aua. Au. Du sollst Pause machen. Oh, der tötet mich noch. Ich fass es nicht. Ein blöder Bär, ey. Und er schafft es noch, mich auszuschalten, ey. Und zu... Ja, ich reg mich heute ein bisschen mehr auf. Entschuldigung.
Mann, wie gesagt, war heute kein guter Tag. Also heute Rage-Anfall, Wahrscheinlichkeit erhöht. Nur, dass ihr es wisst. Aber eigentlich müsstet ihr das von mir mittlerweile auch kennen. Ne? Eigentlich. Dann mache ich einfach Folgendes. Ich kann jetzt. Volles Risiko. Ich muss diesen Kackbären erwischen. So, einer weg. Geht doch. Warum nicht gleich so? Meine Fresse. Alter. Schon gefühlt 3000 Mal gestorben hier. Und 10 Jahre gealtert. Meine Güte. Dieser Bär. Oder diese Bären, das waren ja mehrere. Boah. Alter Schwede, also in der Masse machen sie mir immer noch Probleme. Einzeln ist kein Problem, aber zu dritt auf einmal, das ist zu viel immer noch. Also unser Charakter hat natürlich immer noch seine Grenzen, aber er ist stärker geworden, trotz alledem. Na, also man kann nicht sagen, dass er mehr der absolute Schwächling ist. Oh, das wusste ich nicht, das ist jetzt Zufall. 17 Gold, ein makelloser Rubin, ein Zaubertrank der starken Heilung und der überragenden Beschwörung, eine Robe. Vielen Dank dafür. Schnell speichern, bevor ich gleich wieder in den Kampf reinrutsche. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Mit Eisbären. Eisgeister wären mir lieber. Dann hätten wir endlich mal die Eisszene, die wir schon längst hätten haben können. Aber die finden uns immer noch. Alter Schwede. Boy. Tja, das sind die meisten Familien nicht. Lederstreifen. Trank der geringen Ausdauer. Heilung. Krankheitsheilung. Sehr gut. Magika. Starken Magika. Danke dafür. Gold. Rolle des Rufs zu den Waffen. Zaubertrank der Blitzresistenz. Vielleicht ist es auch einfach dein Schicksal, in der kaiserlichen Armee zu dienen. Wer weiß. Was haltet ihr von all dem? Ich weiß, das sagen alle. Länder besuchen, die Welt sehen. Ja, ja. Die Armee ist aber kein lustiges Abenteuer. Ui, was ist denn da los? Wölfe, die Leute reißen oder Tiere? Eins von beiden. Und hier ist ein Findling in der Nähe. Aua. Aber Wölfe gehen noch. Ich mal bedenke, die letzten Session haben wir die mit die höchsten. Ja, danke. Gut, dass ich gerade einen Trank der Krankheitsresistenz, der Krankheitsheilung aufgenommen habe. Echt. Leider gibt es hier ja keinen Zauber mehr für die Krankheitsheilung. Das wäre sehr schön, weil dann wäre es nämlich ganz einfach. Toll. Gut. Keinen von den Tränken können wir gleich mal benutzen. Heilt alle Krankheiten. Damit hat sich die Krankheit nämlich schon mal erledigt. Ziegen waren das, die sie gerissen haben. Ziegen haben sie gerissen. 6 Gold, Ziegenfell, Ziegenhorn. Horn ist gut zum Bauen. Dankeschön. Dann sind sie wenigstens nicht ganz umsonst gestorben.
Ja, Leuchttürme sind hier tatsächlich sehr selten in Skyrim. Ich glaube, es gibt ganze zwei Stück. Einer hat Einsamkeit und einer gehört zu Dämmerstern. Das ist der hier, an dem wir uns jetzt befinden. Den werde ich aber nicht betreten. Beziehungsweise sollte ich den doch schon betreten? Eigentlich kann ich den ja auch genauso gut betreten hier, den Leuchtturm, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Quest für diesen Turm gibt. Das weiß ich. Clever. Türnovize. Ja, die Tür ist abgeschlossen. Das stimmt, das weiß ich. Überlege ich jetzt gerade Quest, ja oder nein? Wäre ich jetzt im Stream, würde ich jetzt abstimmen lassen. Wisst ihr was? Wir gehen einfach rein. Rein in den Aal. Wir gucken uns das mal an. Oh. Okay, das ist die Asservatenkammer. Auch gut. Lederstreifen, Lederstreifen. Ich glaube, ich sollte eher noch nicht reingehen, weil ich meine, die Quest wird von Dämmerstern ausgetriggert direkt. Meine ich mich zu erinnern. Deswegen werde ich den Leuchtturm erstmal unberührt lassen. Ui. Das sieht doch stark nach einem Hügelgrab der Nord aus, der alten. Bitte sag mir, dass das da unten kein Bär ist. Das ist ein Bär. Und er scheint am Leben zu sein. Der Hawker sieht recht tot aus. Oder sie sind beide tot. Nein, der Bär lebt. Natürlich lebt er. Aber er dürfte angeschlagen sein. Immerhin hat er gegen den Hawker gekämpft. Ja, Freunde, nächster Kampf gegen einen Bären, ne? Wow. Ganz kleines Stück von seinem Balken hat er verloren. Dass die Bären immer so viel abziehen müssen. Mann! Du Kackbär! Schnauze! So. Mann, ey, dass sie immer so viel abziehen müssen. Was soll denn das? Ich weiß, dass die leichte Rüstung leicht zu umgehen ist. Trotzdem brauche ich die Skillpunkte. Manno. So, was haben wir hier? Höhle am Hopswasserfall. Da gab es auch eine Quest für. Ich glaube auch ein Dämmerstern. Dämmerstern hat wieder einige Quests auf Lager. Deswegen Dungeons hier in der Nähe werde ich erstmal in Ruhe lassen, weil ich weiß nämlich nicht. Das Problem bei Skyrim war nämlich, das weiß ich noch, wenn ich Sachen schon erledigt habe, im Nachhinein kommen nämlich Quests rein, wird das negativ beeinflusst. Verbuggt, sprich. Das kann nämlich passieren. Eisgeister, sehr geil. Wir können die Quests endlich fertig machen. Ich will nicht ernsthaft schon wieder im Bären hier rumrennen. Endlich ein Eisgeist. Endlich können wir das fertig machen. Endlich können wir die Quest beenden von der Dame. Ja, sehr gut. Ja, war klar. Natürlich wird der Dicke jetzt auf uns aufmerksam. Ist mir aber egal. Irgendwo war hier eine Mine in der Nähe? Ja, ich weiß. Aha. Durch den Zweihänder gerät er in Schwanken. Ist ja interessant. Alter. Ja, kannst mir ruhig zugucken, wie ich mich heile. Wie er rumbackt. Ah, geil. Ah, ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Mache ich erst Ausdauer oder Lebenskraft nochmal? Nee, Ausdauer. Wir brauchen erstmal Funde. Hört man auch nicht von jedem. Wir brauchen mehr Funde. 60, scheiße. Wiederherstellung Adept. Stufe 50. Schutzzauber adoptieren. Ja, genau. Adoptieren. Vor allen Dingen. Absorbieren, Mensch. Adoptieren. Alles klar, jetzt geht's aber langsam echt los hier. Bogenschießen können wir noch verbessern. Einhändig können wir auch verbessern. Was haben wir denn hier noch? Wilder Schlag. Streckkolben. Nein, wir haben ja Schwerter. Klingenspezialist.
Kritischer Angriff. Du kannst im Sprint. Ja, Sprint ist blöd. Wobei, eigentlich ja nicht. Zwei Waffen, 20%. Was ist das hier? Kriegsäxte. Ne, Kriegsäxte habe ich nicht. 20% schneller. Lass mich eben gucken. Entschuldigung, dass ich jetzt hier ein bisschen mir Zeit nehme zum Gucken. Vielleicht sollten wir aber auch erstmal einfach unsere Zweihändigkeit mal verstärken. Jetzt hau doch nicht ab. Ich bin noch hier. So. Und tschüss. Oh, der war krank. Wir werden jetzt sowieso mal mehr mit zwei Händern kämpfen. Weil ihr habt gesehen, wir hängen skilltechnisch noch ordentlich hinterher, was die zwei Hände angeht. Aber ihr habt ja auch gelesen, durch das Zurücksetzen der Fähigkeiten, die kann man ja zurücksetzen lassen, wenn man die 100 erreicht hat, werden wir Skillpunkte dazu zurückbekommen. Das heißt, wir werden ordentlich Skillpunkte später haben. Okay, das Mammut scheint schon ein bisschen länger tot zu sein. Ja, das scheint schon ein bisschen wesentlich länger tot zu sein. Wenn hier sogar noch Zwergenpfeile dran sind. Das Eis knirscht, ey. Eieieiei. Ich habe echt gedacht, das Vieh wäre am Leben. Nee, es ist tot. Puh. Alter Schwede, wir tragen die beste leichte Rüstung. Trotzdem schaffen sie es noch, uns zu killen. Also die beste reguläre leichte Rüstung, ne? Wir dürfen hier die Fraktionsrüstung nicht vergessen. Die kommen ja auch später noch dazu. Aber momentan haben wir noch keine Fraktion. Noch sind wir alleine unterwegs. Und ich habe da gerade den Altar von Talos gesehen. Zwei Hände, Eisenstiefel kannst du gerne behalten. Schrein von Talos. Worte und Philosophie. Ein Skillbuch, zufälligerweise für den Zweihänder. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, einfach die Pausentaste drücken. Ich werde währenddessen weiterblättern, um euch die Gelegenheit zu geben, einmal kurz zu lesen. Wie gesagt, einfach dann die Pausentaste drücken. Dass das Buch in einem so guten Zustand ist bei dem Klima. Das dürfte normalerweise eingefroren sein. Beziehungsweise so durchnässt sein durch den Schnee und durch das Eis. Das dürfte doch eigentlich gar nicht mehr... Das dürfte doch alles verwaschen sein und verwischt sein. Durch die ganze Feuchtigkeit. Da ist er. Der Findling. Nicht der, den ich suche, aber ein Findling. Ein weiterer Findling. Verdammt, von da komme ich nicht ran. Ich glaube, wir können von hier aus die Akademie von Winterfeste sehen. Also wir sind nah dran, die zu finden. Oh, hier ist sogar noch eine Mine. Zwei Minen. Quecksilber, nehmen wir. Gerne. Her damit. Sehr gut. Wunderbar. Und die nehmen wir auch gleich mit. Wenn wir schon dabei sind, dann richtig. Jo, sehr schön. Haben wir auch. Welcher Stein ist das? Der Turmstein. Was macht denn der Turm noch gleich? Gucken wir mal. Wer unter den Zeichen des Turms steht, hat die Möglichkeit, Schlösser für Experten und oder einfachere Schlösser automatisch zu öffnen. Nee. Nee.
Für Diebstahl ist das vielleicht interessant, aber nee, nee, nee. Nee, nee. Mm-mm. Da kenne ich interessantere Steine. Muss ich tatsächlich sagen. Ui, da geht's ab. Sehe ich das richtig? Da lauert schon wie ein Bär und wartet auf uns. Ja, vielen Dank auch. Ich mag keine Bären. Vor allem keine Eisbären. Jedenfalls im Spiel, Freunde, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mag sie in real life nicht. Nein, nein, ich mag sie nur im Spiel nicht. Ja, da wird nicht gekämpft. Jeden unfairen Vorteil, den ich mir verschaffen kann, gegen die muss ich leider nutzen. Wo hat er denn ganz hingestochen? Naja, gut. Wenigstens haben wir es geschafft. So. Na. Kommt nicht hoch. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Ah ja, leeres Lager, okay. Beziehungsweise für Shirley. Shelly. Shelly, euer Schiff hätte schon vor Wochen ankommen sollen und ich befürchte das Schlimmste. Ich habe auf diesem Felsen mein Lager aufgeschlagen, da euer Schiff hier vorbeikommen müsste. Und bald werden wir hoffentlich wieder beisammen sein. Wenn ihr dies lest, bin ich vermutlich gerade auf der Jagd oder bringe einige Vorräte mit. Ich werde hier warten, bis ich euch wiedersehe. Mit treuen Grüßen, Trios. Ah ja. Ich glaube, der feine Herr hat ein bisschen zu lange gewartet. Er ist wohl einfach erfroren. Würde ich mal vermuten. Alter. Das müsste so derart in die Knochen reingehen. Und dann noch ab ins Eiswasser. Yay. Als wäre es noch nicht kalt genug. Hier liegt ein Ruder. Oh, treibt gut. Das heißt, hier in der Nähe ist ein Schiff mal abgesoffen. Ja, Veränderung. Wir haben doch die Wasseratmung, ne? Ja, haben wir... Oh Gott, Adept! Vergiss es. Alter! Aber ich nehme zumindest schon mal die Markierung mit. Pilgergraben. Irgendwann dann mal, wenn wir die Wasseratmung einsetzen können. Wenn wir da mal hinten zurückkehren. Und hier ist eine Ahnengruft. Okay. Ich sage jetzt einfach Ahnengruft dazu, weil so... Ah, ja, ich glaube, ich weiß sogar, welche Gruft das ist. Ah, oh, nee. Nicht schon wieder. Libane? Hier? In einer eisigen Region? Das Grab kommt mir sehr vertraut vor. Ja. Iskramors Grab. Ein Questgrab, da kommen wir so nicht rein. Doch kommen wir, aber ich will da nicht rein. Iskramors Grab ist nämlich, wie gesagt, für eine Fraktion vorgesehen. Da sollte man nicht ohne weiteres reinspazieren. Es sei denn, man ist mit dieser Fraktion dabei. Dann ist es was anderes. Oh, ein Eiswolf. Komm her! Och Mann, jetzt lauf doch nicht weg. Aua. So. Einmal die Beine weggehackt. So. Nicht das, was ich jetzt zuerst sagen wollte.
Lars, Lars, Lars. Böser Junge. Und noch ein Schrein von Talos. Hier sind viele Schreine von Talos. Kein Wunder, hier ist kein Schwein. Vor allem keine kaiserliche Wache oder sowas. Unser Zweihänder voll blutig. Ich werde jetzt übrigens wahrscheinlich unter den meisten Parts jetzt einfach nochmal, wenn es sich zeitlich anbietet, so wie heute, werde ich 5 Minuten dranhängen, weil ich finde, eine halbe Stunde ist einfach für so ein Spiel nichts. Leider ist das wirklich so. So. Ganz viele Skeverschwänze, ich kann nichts dafür, das steht da. Blasenpilz, Distelzweig, kleines Geweih, Nirnwurz, Schmetterlingsflügel, Weißkappe, Magierrobe, Ilastais Ring und ein Eisendolch. Rolle der Raserei, Skeverschwanz, Skeverschwanz, wir dürfen ja nicht vergessen, auch das ist eine magische Fähigkeit. Und wir haben hier ein Skillbuch für die Veränderungsschule und ein weiteres kleines Geweih. Dann wollen wir uns mal das Buch durchlesen. Wasseratmung für die Veränderung. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, einfach die Pausentaste drücken. Ihr kennt das Prozedere ja mittlerweile. Ich blätter einfach nochmal durch. Ich werde jetzt auch zukünftig versuchen, mir das abzugewöhnen. Aber ich werde es wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, immer noch sagen. Regelmäßig, jedes Mal aufs Neue. Ihr wisst doch, wie ich bin. Ihr kennt das einfach von mir. So, Stachelgras. Das haben wir übrigens auch noch gar nicht gehabt. Hier ist auch wieder eine Mine. Also hier in der Nähe von Dämmerstern gibt es tatsächlich auch sehr viele Adern so, die man mitnehmen kann. Habe ich mal festgestellt. Also hier gibt es wirklich viel Zeug, was man mitnehmen kann. Also ich kann mal so viel sagen. In Skyrim lohnt es sich eigentlich immer, mit einer Spitzhacke im Gepäck zu haben. Das lohnt sich wirklich immer. Es ist wirklich nie verkehrt. Das ist einfach nur ein Lachs. Den wollen wir nicht haben, weil der Lachs ist nur zum Essen da und nicht für Alchemie. Alchemistische Fische würde ich mitnehmen, aber Fische so zum Essen nehme ich nicht mit. Nee, nee. Das nicht. Das lohnt sich nicht. Auch ganz gefährlich, was ich hier gerade mache. Unter den Eisschollen schwimmen. Beziehungsweise tauchen sollte man eigentlich nicht machen. Generell sollte man, wenn man nicht so gesund ist, in solchen Gewässern nicht unbedingt so schwimmen. Da ist nämlich die Gefahr zu erfrieren und zu ertrinken sehr hoch. Aber ich wollte diesen Ort hier nämlich mitnehmen. Der ist nämlich später wichtig. Septimus Signus Außenposten entdeckt. Haben wir den auch schon mal. Sehr schön. Das sind nämlich alles Wege, die wir uns später sparen können. Dann brauchen wir auch nicht großartig suchen, sondern wir können gleich direkt dahin. Ist ja auch noch so ein Vorteil, wenn es eine Mission gibt für einen bestimmten Alter, sind die riesig. Wenn es einen bestimmten Ort gibt, zu dem wir sollen, wird er auf der Karte angezeigt mit dem entsprechenden Markierung. Ist der tot da drüben? Der sieht so ein bisschen tot aus. Kann er? Nee, der lebt. Okay. Er hat seinen Kopf gerade bewegt. Also lebt er noch. Gut. Ja, die Hawker können sich gut totstellen. Wie man gesehen hat gerade. Aber nee, der ist am Leben. Alles gut. Ja, die Ecke. Nee, ne? Doch, ne? Guck mal, wer da ist. Du hast den Hasen getötet, du Schwein. Dafür töte ich dich. Du hast einen Hasen auf dem Gewissen. Aua. Herr Bär, das geht so aber nicht. Oh! Ernsthaft? Beide gleichzeitig tot. Was ist das denn, ey?
Seda, lassen Sie den Hasen am Leben. Er hat Ihnen nichts getan. Au, au. Okay, im Fall des Dicken sollte ich wirklich anfangen mit beiden Händen. So, Alter. Alter. Super. Ja, war blöd. Mit der linken Hand. Ich kann mit links nicht kämpfen. Ich kann mit rechts kämpfen. Ich bin Rechtshänder. Also das geht ja gar nicht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich will diesen scheiß Bären haben. Es kann doch wohl nicht angehen, dass ich den nicht platt kriege. Ja, ja. Du sollst mich nicht beißen. So, Schnauze jetzt. Mann. Geht doch. So, liebe Freunde. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal noch dabei. Wie gesagt, heute ein bisschen mit ein bisschen mehr Rage-Gefahr. Aber, naja, gut. Das gehört manchmal auch mal dazu. Man hat, kann nicht immer gute Tage haben. Es gibt auch mal schlechte. Liebe Freunde der Sonne, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch was und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.